Le tour de finale des interclubs de Ligue nationale A se déroule au TSG Genève-Vif cette année. Fondé en 1896, le club a la tradition bien assise et aussi le plus grand club de tennis en Suisse avec 20 courts extérieurs. Il offre donc un cadre idéal pour la chute ultime des 8 meilleures équipes suisses. Am Samstag finden die Halbfinals statt. Titelverteidiger Sens Sportif de Colony gewinnt gegen Rekordmeister Grasshopper Zürich mit 5:1. Da Ried Wallerau gegen Gastgeber Genève-Vif mit 5:2 gewinnt, kommt es zum Finale der Meister der letzten 4 Jahre. Bei den Damen stehen Caslano und Titelverteidiger Grasshopper Zürich im Finale. Caslano schlug Mail Neuchâtel mit 4:2, Grasshopper Zürich setzte sich im Showdown, dem zusätzlichen Endspiel, mit 10:6 durch. Am Sonntagmorgen steigt die Anspannung. Bei den Damen stehen sich Caslano und Grasshopper Zürich gegenüber. Die beiden Teams kämpfen hart um jeden Punkt. Nach den Einzeln steht es ausgeglichen 2:2. Die Doppel müssen also über die Vergabe des Schweizer Meistertitels entscheiden. Während sich die Spielerinnen aufs Doppel vorbereiten, machen sich die Zuschauer ihre Meinung darüber, wer nun den Titel holen soll. Qui va gagner? Je ne sais pas. Ça va être très serré, je pense. Schwierig. Ich habe jetzt vorher gesehen, wie Steffi Vögeli verloren hat. Und da ist wahrscheinlich, ich denke jetzt mal, das ist eher schlecht so, um für GC. Aucune idée. Je pense que c'est Grasshopper. Auch in diesem Jahr kommt es zu einem alles entscheidenden Match-Tiebreak, da die Begegnung 3:3 unentschieden steht. Den Schweizer Meistertitel bei den Damen holt sich wie im letzten Jahr Grasshopper Zürich mit einem 10:7 im Zusatzspiel. Für Stefanie Vögele Nummer 1 bei Grasshopper Zürich eine spezielle Saison. Ich weiß auch nicht, wir haben einfach weiter daran geglaubt und wir haben gewusst, dass wir gut sind in der Doppel. Und man hat sicher auch ein bisschen Glück noch ein bisschen geholfen. Und ja. Ja, jeder Titel ist schön, aber ich glaube, der ist schon noch besonders. Wir sind ja als Vierte hier angekommen. Letztes Jahr sind wir als Erste von der Gruppe. Und damals hat, glaube ich, wirklich. Eben, und wieder in diesen beiden Match-Tiebreak, die wir letztes Jahr schon geschafft haben, und das wieder zu wiederholen, das ist schon ziemlich cool. Chez les messieurs, la consécration se joue entre les tenants du titre des 4 dernières années. Centre sportif de Colonie vise un deuxième titre. Mais comme on pouvait s'y attendre, le TC Ried Wallerau n'entend pas se laisser ravir la couronne. Après les simples, le score s'était établi à 5-1 pour Ried Wallerau. Le championnat est déjà décidé, les doubles ne se jouent plus. Der TC Ried Wallerau freut sich riesig über den 6. Titel der Clubgeschichte, der in diesem Jahr für die ganze Mannschaft überraschend kommt. Es hat alles sehr schlecht angefangen. Wir haben die erste Partie verloren, 6-3. Und es hat ausgesehen, wie wenn wir absteigen würden. Und wir haben sehr viele Verletzte gehabt. Also es ist wirklich alles schlecht gelaufen am Anfang. Und von dem her ist es eindeutig der schönste Titel, den wir bis jetzt gewinnen können. Damit gehören die 101. Interclub-Meisterschaften der Vergangenheit an. Die glücklichen Gewinner sind Grasshopper Zürich und Ried Wallerau, die damit den Wanderpokal für mindestens ein Jahr in ihrem Club präsentieren dürfen.